Biodiversität. So. Ah, Herr Dr. Burton, willkommen in unserer Agentur. Wie kann ich Ihnen helfen? Es ist ja im Moment so, dass ganz viele Tierarten aussterben. Ohne dass es jemand mitbekommt. Zum Beispiel dieser wunderbare Käfer. Der gemeine Mistkäfer. Dieser kleine Freund hier beseitigt den Mist anderer Tiere. Entschuldigung, das ist ein gemeiner Käfer, der Scheiße hin und her rollt. Nein, 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 also gemein jetzt in dem Sinne wie normal oder gewöhnlich. Ne? So, ganz, ganz normal, so wie Sie und ich. Aber das Wichtigste, dieser Käfer ist ein Nützling, vor allem für die Landwirtschaft. Durch die Löcher, die er in die Erde bohrt, kommen die Nährstoffe in den Boden rein. Also Sie wollen eine Image-Kampagne für diesen gemeinen Käfer? Ja, okay. Gemein, normal, relatable. Haben Sie vielleicht ein nützliches, süßes Tier? Ja, sicher. Der Aal. Stark bedroht und dabei so, so wichtig. Reguliert als Räuber die Fischpopulationen und ist gleichzeitig aber auch Beute für andere Fische, Vögel, Schildkröten oder Säugetiere. Aalbrötchen. Die sind... Das krieg ich nicht verkauft. Also ich bin PR-Profi, aber kein Jedi. Aale und Käfer, die sind einfach nicht cute. Die Knopfaugen? Hm. Warten Sie, warte. Hallo, ich bin ganz putzig, ich bin ganz niedlich. Haben Sie was Flauschiges? Ja, das ist sicher flauschig. Hier. Flauschig, der Waldrapp. Ach du Scheiße. Ist das ein Vogel? Ja, ja. Ja, und was nützt der? Ich muss doch nicht immer alles Nutzen haben. Es sterben gerade zigtausend Tierarten, von denen wir nicht mal wissen, ob sie nützlich gewesen wären. Die haben doch einen Wert für sich. Ja, ja, das glaube ich. Aber ich fürchte, Ihnen kann man nicht, also ich kann Ihnen nicht helfen. Und alle haben gesagt, Sie machen gute Arbeit. Moment. Ich mache gute Arbeit. Sie haben recht, ich bin die Beste. Der traurige Eisbär auf der Scholle, den hab ich gemacht. Panda-Bären, wo wären diese trüben Tassen ohne mich? Kann ich den Aal noch mal sehen? Gute Arbeit. Originals.